Ich verstehe auch Bitcoin-Maxis nicht, die sagen, ich kaufe nur Bitcoin. Man mag an Bitcoin glauben. Es ist, sagen wir mal, genau wie die Maxis sagen, es ist die einzige Lösung, die es gibt. Es gibt viel mehr Leute, die wesentlich mehr Geld verdienen durch Altcoins. Warum? Weil da noch wesentlich mehr Potenzial nach oben steckt. Aus der Perspektive, Geld verdienen zu wollen, und zwar viel, macht es für mich keinen wirklichen Sinn, in Bitcoin rein zu investieren. Aus einer Perspektive, dass man sagt, in einem Bärenmarkt fällt Bitcoin nicht so stark wie die Altcoins. Die meisten Altcoins, die fallen 98, 99% im Bärenmarkt. Bitcoin meistens nur bis jetzt nach dem 2013er Bullrun 86%, nach dem 2017er Bullrun 84%. Fragt sich jetzt, wie weit Bitcoin dieses Mal fallen wird. Vielleicht wird das noch weniger, vielleicht 78, 79, 76%, vielleicht nur 70%, wissen wir nicht. Das heißt, Bitcoin fällt im Bärenmarkt auf jeden Fall nicht so stark wie die Altcoins. Dass man dann sagt, okay, als Hedge, als Sicherheit nehme ich auf jeden Fall Bitcoin mit in meinem Portfolio, das kann ich verstehen. Und ich überlege, einen Kredit 10k aufzunehmen für Bitcoin. Ich glaube dran. Andere nehmen Kredite auf für Konsum. Ich glaube dran. Kann ich niemandem empfehlen, mein Lieber. Kann ich niemandem empfehlen. Die Sache ist, du weißt nicht, wie sicher dein Job ist. Ja gut, vielleicht bist du Beamter und sagst, juckt mich nicht, kann sowieso nicht gekündigt werden. Ja, auch da kannst du gekündigt werden, kommt drauf an. Ne? Wenn du ein starkes Disziplinarverfahren hast oder irgendwas richtig Mieses machst, hey, ich habe schon oft gesehen, dass Beamte auch gekündigt werden können, das geht schon. Lebensumstände können sich schnell ändern, dann kannst du diesen Kredit nicht mehr abzahlen. Und wenn Bitcoin dann in dem Moment im Minus ist, was dann? Dann verkaufst du deine Bitcoin im Minus, um mit deinem im Minus verkauften Bitcoin eventuell nur die Hälfte des Kredites abzahlen zu können, dann verschaffst du dir einen Puffer, bis du einen neuen Job hast damit. Und dann, was war dann? Kann ich niemandem empfehlen, mein Lieber. Kann ich niemandem empfehlen. Das ist eine sehr, sehr gefährliche Sache. Vor allem nicht in so einer Phase, wo wir uns jetzt befinden. Meines Erachtens nach wird Bitcoin, ist die Tendenz, dass Bitcoin längerfristig eher fallen als steigen jetzt wird. Was heißt längerfristig? In den nächsten 1 bis 2 Jahren. Ist wesentlich höher, als das Bitcoin jetzt in den nächsten 1 bis 2 Jahren steigen wird. Also wenn du schon solche gefährlichen Sachen vorhast, pass auf, zu welchem Zeitpunkt du das machst. Ich kann es auf keinen Fall empfehlen, auf keinen Fall, weil sowas kann richtig schnell nach hinten losgehen, mein Lieber. Letztendlich, so wie du dir das begründest, kann ich dich vollkommen verstehen. Wenn Leute sich, was weiß ich, Kredit nehmen, um einen Audi S8 sich zu holen, der nach einem Jahr und ein paar Kilometern drauf direkt 50% am Wert verloren hat, dann kann man auch sagen, hey, pass mal auf, dann kaufe ich mir meinen Bitcoin, der fällt im Bärenmarkt 80%, steigt aber bis zum nächsten Bullrun 2000%. Habe ich trotzdem mehr Gewinn gemacht als der Typ, der sich sein Audi S8 gekauft hat, ne? Weil je mehr Zeit vergeht, desto mehr Wert verliert sein Fahrzeug. Und dafür hat er einen Kredit genommen. Ich habe einen Kredit genommen, um in 4 Jahren 1000% mehr zu machen. Ich verstehe deine Argumentationsbasis auf jeden Fall, mein Lieber. Nichtsdestotrotz kann ich es nicht empfehlen. Weil, wie gesagt, ich habe es auch erklärt, es kann nach hinten losgehen. Wenn man sich nicht mit den Charts auskennt, und sich die Marktzyklen nicht richtig anguckt, nicht viel Erfahrung darin hat, würde ich stark davon abraten. Da musst du dich wirklich sehr, sehr gut mit dem Markt auskennen, um sowas, dass du dich sowas dann traust halt, ne? Und du müsstest einen wirklich sicheren Job haben. Du musst dir so sicher sein über deinen Job und über Lebensumstände, die sich schnell ändern können, wo du das auf einmal nicht mehr zurückzahlen kannst. Es kann sich so vieles ändern, ne, darum. Aber hey, okay. Es kann auch in Richtung No Risk, No Fun gehen. Ich weiß es nicht. Wenn man es richtig macht, kann das gut aufgehen. Aber ich empfehle es nicht. Aber unser Partner ist hier Atani. Wenn ihr über unseren Link hier auf Atani drauf geht, dann habt ihr halt einen bestimmten Vorteil. Warum sage ich das gerade? Wenn ihr in einer bestimmten Exchange seid, die großen Exchanges, sei es Coinbase, sei es Bitstamp, sei es Binance, Kraken, die schmieren ab, wenn wir unsere All-Time-Highs erreichen. Alle versuchen drauf zu gehen, schmieren die ab.
Oder musst du manchmal 3 bis 4 Stunden warten, damit du da wieder Zugriff drauf hast und deine Coins verkaufen kannst. Mit dem kostenlosen Tool Atani, unser Partner, lädst du dir das Programm runter, auf dem Handy oder auf dem Desktop. Und über eine API-Verbindung zu den Exchanges, die du hier siehst, was natürlich noch weiterhin ausgebaut wird, es werden mehrere Exchanges dazukommen, wenn du in diese Exchanges rein möchtest, hol dir auf jeden Fall Atani, weil wenn diese Exchanges abschmieren, die User Interfaces und du nicht mehr draufkommen kannst, kannst du über die API-Verbindung von Atani deine Position auf den Exchanges trotzdem schließen. Denn im Hintergrund gehen die Prozesse ja weiter, die Exchange ist ja nicht tot. Nur die User Interface, wo wir versuchen reinzugehen, die wird abschmieren, die Server dafür schmieren dann ab. Aber über Atani, den kostenlosen Tool, hast du dann trotzdem noch Zugriff auf deine Coins und kannst sie trotzdem noch schließen.